Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Conny. Heute möchte ich euch meine Korpuszwinge vorstellen von Bessie und euch erklären, warum ich die genommen habe und natürlich in Details das Teil durchgehen. Da ich mich jetzt auf immer größere Projekte stürze oder auch zutraue, bin ich in die Verlegenheit gekommen, dass ich mir Korpuszwingen besorgen muss. Ich habe mich da ein bisschen informiert und da ist mir ein Modell aufgefallen und es hat mir ganz gut gefallen, habe mir gedacht, das bestelle ich mir mal und schaue mir mal an, wie das ist und muss eigentlich sagen, bis jetzt bin ich echt sehr angetan von dem Teil. So, dann hier mal ein paar technische Daten. Das Modell, was ich habe, das ist also die Bessie Revo KREV und zwar die 1000/95. 95 sind praktisch die 95 mm hier, die Spannweite. Die hat eine Spannkraft von 8000 Newton und besteht aus Gusseisen und teils legierten Stahl. Ich zeige jetzt mal, wie man die verstellen kann. Also hier hat man die Möglichkeit, wenn man das hier leicht kippt, kann man das beliebig hin und her schieben. Und hier oben, bei dem oberen Teil, ist hier ein Knopf, den drückt man. Und dann kann man das hier so auf der Schiene verschieben. So, der Vorteil von dieser Ausführung der Zwinge ist, wenn ich ein kleines Bauteil habe, was ich einspannen möchte, habe ich ja bei der KRE-Version das Problem, dass der Kopf oben fest ist. Und wenn ich jetzt so ein kleines Teil hier einspannen will, dann kippt es so, weil es oben auf dem Kopf steht. Und hier habe ich die Möglichkeit, hier kann ich auch kleine Bauteile, so wie das hier, einspannen und befestigen und bearbeiten und verleimen. Also finde ich nicht schlecht. Ist echt gut gemacht. Echt gut mitgedacht von der Firma Bessie. Auch jeder kennt es, wenn man praktisch so eine Schraubzwinge zudreht, bleibt dann irgendwann die Kraft aus. Und hier bei dem Modell ist das integriert. Und zwar ist ein 6er Imbus. Und hat man die Möglichkeit, wenn man hier einen Imbusschlüssel ansetzt, natürlich kräftemäßig ein ganz anderes Drehmoment drauf zu bringen. Ja? Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Schraubzwingen ist, aber ich finde es echt gut, was sie da gemacht haben. Was man auch noch erwähnen kann, ist, wenn man die Backen verkehrt rum einsetzt, was ja ohne Probleme möglich ist, dann kann man das Ganze auch zum Auseinanderpressen nutzen. Ne? Dass man sagt, man presst irgendwie eine Tür auseinander oder irgendein Bauteil oder man tut Dübel auspressen oder Nägel etc. So, zum Ende von meinem Review möchte ich euch noch zeigen, und zwar die Schonbacken, die kann man tauschen. Die werden einfach nur so draufgeschoben. Und wenn die verschlissen sind, sind die relativ leicht zu tauschen. So, ich bin am Ende von meinem kleinen Review über die Korpuszwinge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich die das erste Mal jetzt benutze, wie die Erfahrung in der Praxis ist, aber ich denke mal, was ich so gelesen habe im Netz und von den Bewertungen von anderen Usern, macht man mit dieser Klemme auf gar keinen Fall irgendwas verkehrt. Also sie muss ganz gut sein. So, das war's für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.